Herzlich willkommen zum Baumer Dialog. Heute möchten wir Ihnen eine Neuentwicklung vorstellen, die die Herstellung von Faltschachteln noch effizienter und nachhaltiger macht. Erleben Sie, wie Sie Ihre Maschinen besser auslasten können und dabei die Kosten verringern können. Bevor wir mit unserem Webinar starten, möchte ich Sie ganz kurz mit einigen Informationen zu unserem Webinar-Tool versorgen. And by the way, for people speaking English in this webinar will be held in German language. If you would like to have the webinar in English language, we will have an additional webinar in this afternoon 4:30 German time. So you are welcome to log in there as well. Damit wieder auf deutsche Sprache. Ja, in dem Webinar sind für alle Teilnehmer Kameras und Mikrofone deaktiviert. Wir werden dieses Webinar aufzeichnen und im Nachgang allen Teilnehmern zur Verfügung stellen. Wir haben die Möglichkeit, jederzeit über das ganze Webinar hin, über die Chatfunktion miteinander zu kommunizieren und freuen uns dort auch, wenn Sie uns Ihre Fragen zum Thema zur Verfügung stellen. Sollte im Falle des Webinars bei Ihnen ein Verbindungsverlust zum Tool auftreten, können Sie sich mit einem einfachen Refresh des Browsers, also mit F5, wieder ins Webinar einwählen und sollten damit keine Inhalte verpassen. Eine kurze Agenda, was Sie heute erwartet in diesem Webinar. Wir werden erstmal das System vorstellen, dann werden wir sehr viele technische Informationen, Benefits darstellen und haben dann im Nachgang Möglichkeiten, alle Fragen zu beantworten, die Ihnen auch unter den Nägeln brennen, die Sie mehr als Informationen noch brauchen. Das Team im heutigen Webinar, ich freue mich, Ihr Gastgeber zu sein. Mein Name ist Andreas Brandt, ich leite Marketing bei Baumer HRS, werde unterstützt von Thomas Walter, der für strategische Entwicklung zuständig ist, und von unserem Fachmann für die Faltschachtelindustrie, Herrn Ralf Scharf. Nun wünsche ich allen viel Spaß bei unserem Webinar. Mein Name ist Ralf Scharf, ich bin 58 Jahre jung und seit mehr als 30 Jahren bei Baumer HRS in verschiedenen Positionen tätig. Seit 2004 bin ich verantwortlich für den Bereich Faltschachtel als Business Development Manager. Im Team sind wir bestrebt, die besten Lösungen für neue Herausforderungen zu finden, die sich in diesem sich ständig weiterentwickelnden und technisch anspruchsvollen Bereich ergeben. In der Agenda erhalten Sie einen Überblick über folgende Themen: Zeit für Veränderung. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir erklären, warum es an der Zeit ist, den Klebstoffauftrag mittels Scheibenleimwerk zu überdenken, und präsentieren Ihnen unsere kontaktlose Beleimung von Baumer HRS als Sightseam Gluing Solution. Die Vorteile gegenüber dem klassischen Scheibenleimwerk lässt keine Zweifel, in die neueste Anwendung und Technik von Baumer HRS zu investieren. Aber nun zuerst einmal einen Blick auf das seit mehreren Jahrzehnten genutzte Scheibenleimwerk, welches sich seit vielen Jahren nicht verändert hat und für diese Applikation auf den aktuellen Stand der Technik ist. Das Scheibenleimwerk ist ein offenes System mit unkontrollierter Leimverschmutzung von Maschine und Umwelt in der unmittelbaren Umgebung. Dieser Sprühnebel führt zur Verschmutzung und damit zu hohen Reinigungsaufwand und ungeplanten Maschinenstillständen. Die gesamte Einstellung ist rein mechanisch und damit auch die Qualität des Leimauftrags sowie die dafür benötigte Zeit, welche stark vom Bediener abhängt. Neben Leimmengenschwankungen durch höhere Maschinengeschwindigkeiten ist die personenbezogene Einstellung Gradient der Qualität des Leimauftrags.
Zu diesen Punkten addiert sich der enorme Aufwand für die Reinigung vor, während und nach dem Einsatz. Klebstoff, welcher bei der Reinigung verloren geht, plus der Verbrauch an Wasser, passen nicht mehr zum Verständnis eines aktiven Umweltschutzes. Der signifikante Vorteil eines Scheibenleimwerks ist, dass der Leim über die gesamte Länge der Klebelasche aufgetragen wird. Hiermit möchte ich an meinen Kollegen übergeben, der Ihnen unsere Lösung zur Applikation Längsnahtbeleimung vorstellt. Danke, Ralf. Und jetzt schauen wir auf unsere neue Lösung und deren Hauptmerkmalen. Alle von Ralf genannten Nachteile der aktuellen Scheibenapplikation sind gleichzeitig auch die Vorteile für unsere Sideseam Gluing Solution. Im Gegensatz zum offenen Leimbecken der Scheibe haben wir mit unserer Lösung ein komplett geschlossenes System. Vom Klebstoffbehälter über die Pumpe bis hin zum eigentlichen Auftragsventil. Somit ist sichergestellt, dass der Klebstoff sauber auf das Produkt aufgetragen wird. Und mit unserem System können wir dies kontaktlos und in höchster Genauigkeit. Und das in allen Geschwindigkeitsbereichen typischer Fallschachtelklebemaschinen, bei immer gleichbleibendem Klebstoffvolumen. Selbst bei komplexen Anwendungen, wie zum Beispiel geteilten Laschen oder leimfreien Bereichen, ist die Anwendung über ein Klebstoffauftragsventil deutlich flexibler gegenüber der Scheibe. Der größte Vorteil liegt allerdings im Reinigungsaufwand gegenüber Leimbecken samt Scheibe. Hierzu aber später mehr. Die Sideseam Gluing Solution besteht nicht nur aus einem Klebstoffauftragsventil. Nein, es ist eine komplette Lösung, bestehend aus Doppelkolbenpumpe mit Klebstoffeimer, mit Füllstandsüberwachung, einem hochauflösenden Encoder, dem Auftragsventil inklusive praktischer Produktführung und dem X-ACT-UP-Bediengerät. Es ist also ein komplettes System, was in fast jeder Fallschachtelklebemaschine integriert werden kann. Ein wichtiger Bestandteil von unserem X-ACT-UP-Controller ist der sogenannte Automatikmodus. Dieser ermöglicht es, dass der Maschinenbediener bei einem Produktwechsel keine neuen Produktdaten ins System eingeben muss und somit weitere wichtige Einrichtezeit bei einem Jobwechsel einspart. Der Controller ermittelt nämlich bei jedem einzelnen Produkt mittels einer hochpräzisen Laserlichtschranke die Produktlänge und berechnet daraus den genauen Anfangs- und Endwert der jeweiligen Klebstoffspur. Dies hat weitere Vorteile, denn auch wenn die Produkte mal schief oder beschädigt einlaufen, wird nur der Teil beleimt, der auch von der Lichtschranke gesehen wurde. Der X-ACT-UP-Controller bietet die typischen Bauma HHS-Auftragsarten, wie Punkt- und Strichaufträge. Neu hinzugekommen ist jedoch der sogenannte Glue-Safe-Mode. Hier wird die durchgehende Klebstoffspur in einzelne, kürzere Leimspuren unterteilt. Damit ist eine Klebstoffeinsparung bis zu 50% möglich. Wie viel Sie sparen möchten und auch die Größe der Unterbrechungen bestimmen Sie selbst, ganz einfach im X-ACT-UP-Controller. Erste Untersuchungen haben gezeigt, dass obwohl weniger Klebstoff aufgetragen wird, dennoch eine höhere Klebkraft erreicht wird durch den immer wiederkehrenden Anfang der einzelnen Spuren. Egal für welche Auftragsart Sie sich entscheiden, durch die Verpressung der Produkte können somit, genau wie bei der Leimscheibe, eine durchgehende Klebstoffspur von Klebelaschenanfang bis Ende erreicht werden. Dies wird durch die hohe Auflösung und der Performance vom neuen PX1000-Ventil überhaupt erst möglich. Durch die Druckregelung der Doppelkolbenpumpe ist ein gleichbleibendes Klebstoffvolumen für alle Maschinengeschwindigkeiten garantiert, ob Sie nun bei 50 Meter pro Minute im Punktmodus produzieren oder eine durchgängige Spur bei 450 Meter pro Minute auftragen. Das Ergebnis bleibt identisch. An dieser Stelle möchte ich die Vorteile unserer Lösung Sideseam Gluing Solution zusammenfassen. Mit den neuesten technischen Möglichkeiten in der mechanischen Konstruktion und der Elektronik
wurde die Entwicklung des Auftragkopfs PX1000 und des Exact-Steuerungssystems möglich. Das ist die Grundlage der neuen Sightseeing Cluing Solution. Die Sightseeing Cluing Solution ist optimal in die Faltschachtelklebemaschine integriert und ersetzt das vorhandene Scheibenleimwerk. Bei der Installation werden alle relevanten Systemparameter festgelegt und garantieren unabhängig vom Bediener einen optimalen Klebstoffauftrag. Durch das geschlossene System wird der Reinigungsaufwand signifikant reduziert. Die Bedienung ist einfach und intuitiv in Anlehnung an die bekannte Bedienoberfläche von Xtend 3. Das Zusammenspiel all dieser Punkte ergibt ein Einsparpotenzial an Zeit und Ressourcen gegenüber einem klassischen Scheibenleimwerk. Zum Beispiel durch die kurze oder nicht notwendige Reinigung zwischen zwei Schichten oder zwischen der Umrüstung auf einen neuen Job wird wertvolle Produktionszeit frei, Klebstoff und Wasser gespart. Die moderne Faltschachtelproduktion steht immer mehr im Fokus, mit Ressourcen schonend umzugehen und damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Die Reduzierung von Abfall von Karton und Klebstoff oder Verbrauch von Wasser und Energie hilft, Ressourcen zu schonen. Das wird mit dem neuen System Sightseeing Cluing Solution unterstützt. Eine umweltfreundliche Produktion, bei der Ressourcen wie Karton, Leim, Wasser und Zeit effektiv eingesetzt werden, führt zu einer optimierten Produktion mit höherer Qualität und Produktivität, mit dem Ergebnis einer höheren Profitabilität. Jetzt möchten wir Ihnen anhand einer Beispielrechnung erklären, wie groß das Einsparpotenzial auch bei Ihnen ist. Wenn wir das anhand einer Maschine, die aktuell im zweischichtigen Betrieb arbeitet, durchrechnen, bietet das eine enorme Möglichkeit an Produktionserhöhungen. Nach den aktuellen Umfragen wird an den meisten Maschinen das Scheibenleimwerk einmal pro Schicht aufwendig gereinigt, sprich die Scheibe und der Leimbehälter ausgebaut und am, nicht immer an der Maschine liegenden Waschbecken gereinigt. Nach Wiedereinbau und Wiederanlauf sind schnell 25 Minuten um. 25 Minuten Maschinenstillstand. Mit unserer Sightseeing Gluing Solution könnte die Maschine 25 Minuten weiter produzieren. Hochgerechnet auf ein Jahr kommen hier 200 Stunden Produktionszeit zusammen. 200 Stunden, in denen Sie bis zu 20 Millionen zusätzliche Faltschachteln produzieren können. Dadurch ergibt sich ein massives Einsparpotenzial bzw. eine Ertragserhöhung von bis zu 50.000 Euro. Und das, wie gesagt, nur an einer einzigen Maschine. Zudem gibt es mit dem GlueSafe-Mode weitere Einsparmöglichkeiten. Nach Ihren Vorgaben kann unser Xact-Up-Controller bis zu 50% Klebstoff einsparen, indem es einen durchgehenden Klebstoffauftrag in eine intermittierende Raupe, sprich in kurzen, unterbrochenen Klebstoffspuren aufteilt. Anhand einer weiteren Beispielrechnung, wieder an einer Maschine mit zwei Schichten pro Tag, kommen wir hier auf ca. 4.000 Liter Klebstoff pro Jahr. Bei den aktuellen Klebstoffpreisen und einer Einsparung von bis zu 50% sind es weitere 5.000 Euro, die Sie einsparen können und gleichzeitig nachhaltiger zu produzieren, indem Sie weniger Ressourcen verbrauchen. Zusammengefasst sind die laufenden Kosten für ein klassisches Scheibenleimwerk bis zu 60.000 Euro pro Jahr, die sich aus dem erwähnten Reinigungsaufwand, der Klebstoffersparnis und zu guter Letzt aus Ersatzteilen wie Scheiben oder Abstreifern ergeben. Dagegen gibt es mit unserer Sightseeing Gluing Solution keine nennenswerte zu ersetzenden Teile bzw. laufenden Kosten. Die komplette Lösung beinhaltet die aktuellen und neuen Produkte von Bauma HHS mit all ihren Vorteilen für den perfekten Klebstoffauftrag. Der Controller Xact Up
ist speziell auf diese Applikation abgestimmt und bietet eine Auflösung und Auftragsgenauigkeit von 0,1 mm. Der Automatikmodus ermöglicht es, dass selbst bei einem Produktwechsel keine neuen Parameter eingegeben werden müssen. Dadurch, dass jede einzelne Klebelaschenlänge gemessen und daraus die exakte Leimspurenlänge berechnet wird. Dies spart natürlich weitere Einrichtzeit. Zusätzlich können in einem zusätzlichen GlueSafe-Mode bis zu 50% Klebstoff eingespart werden, indem der Controller automatisch nach ihren Vorgaben definierte Unterbrechung einbaut und dies bei gleichbleibender Klebkraft. Unser neues PX1000 Klebstoffauftragsventil holt hier nochmal das Maximale an Verringerung vom Tailing raus und macht damit überhaupt erst ein Beleimen der kompletten Klebelasche möglich. Durch sein verbessertes Anlaufverhalten sind auch die ersten Produkte nach kurzem Maschinenstillstanden perfekt beleimt. Abgerundet wird dies durch die Doppelkolbenpumpe DPP4, die kleine Schwester der bereits erfolgreichen DPP8 im Fallschachtelmarkt. Durch das schonende Aufbauen des benötigten Klebstoffdrucks durch die Doppelkolben ist das gewünschte Klebstoffvolumen und deren Qualität garantiert. Ein zusätzlich kleines Display in der Pumpe gibt dem Maschinenbediener wichtige Hinweise auf die aktuelle Produktion. So sind auch unsere Kunden, mit denen wir gemeinsam die Entwicklung der Sightseam Gluing Solution vorangetrieben haben, begeistert von der Lösung. Und sie sehen natürlich die Vorteile, indem die Qualität vom Klebstoffauftrag deutlich erhöht wird und die riesige Zeitersparnis gegenüber der bisherigen Scheibenleimwerklösung. Indem eben die aufwendigen Reinigungsintervalle von Scheiben und Leimbecken einfach wegfallen und dadurch die Produktionszeit und den Ertrag deutlich erhöhen. Und nicht zu guter Letzt eine einfache Möglichkeit haben, Klebstoffvolumen einzusparen, was bei den bereits gestiegenen Klebstoffpreisen ein weiterer wichtiger Vorteil der Sightseam Gluing Solution ist. Also gehen auch Sie mit uns diesen Weg. Erhöhen Sie die Qualität Ihrer Produkte und produzieren Sie bis zu 20 Millionen Fallschachtel mehr pro Jahr. Es ist Zeit für eine Veränderung.
Vielen Dank an die Referenten für die Ausführung der Technik. Wir freuen uns jetzt, Ihnen zur Verfügung stehen zu können für Fragen, die in der Präsentation jetzt aufgekommen sind zur Integration, zur Nutzung, zur Anwendung. Ralf Schaaf und Thomas Walter stehen uns zur Verfügung, die Fragen zu beantworten. Hier kommen auch schon die ersten Fragen bei uns ins System rein. Ich würde die ganzen jetzt gerne an die Praktikanten weitergeben. Die erste Frage ist: Für Maschinen, die ohne Scheibenleimwerk ausgestattet sind, benötigt es spezielle Halterungslösungen. Sind auch diese verfügbar? Ich übernehme das mal. Ja, also vorgesehen ist das, was man für das wurde ja auch in dem Video sehr deutlich gezeigt, dass man den Leimpot rausnimmt, die Scheibe rausnimmt und an diese Stelle die Grundplatte für die Produktführung der Sideseam Gluing Solution tritt. Wir wissen, dass es auch Maschinen ganz gänzlich ohne Scheibenleimwerk gibt, dann muss natürlich eine zusätzliche Führung eingebaut werden. Das hat es in der Vergangenheit schon gegeben und wird es sicherlich auch individuell wieder für bestimmte Maschinentypen geben. Aktuell, die werden dann immer customized angefragt und bearbeitet. Vielleicht darauf gehend noch gleich die nächste Frage, Ralf, an welchen Maschinen haben wir das schon integriert? Für welche Systeme steht es zur Verfügung? Also die laufenden Tests sind vorrangig an Bobst und haben an Bobst-Maschinen stattgefunden, aber auch an alten Jagenberg-Maschinen. Wir sind in Kontakt mit MK, dort den Einbau genau abzuklären. Der kommt die gleiche Grundplatte zum Einsatz plus ein zusätzliches Halteteil. Wir sind noch mit anderen OEMs im Gespräch, die das Sideseam Gluing Solution zu integrieren in die Maschine. Prinzipiell ist es möglich, das an jede Klebemaschine dort an die Stelle, wo das Scheibenleimwerk positioniert ist, auch diese Lösung zu integrieren. Prima, vielen Dank, Ralf, für die Information dazu. Eine weitere Frage habe ich zu dem Thema Klebstoffinspektion. Ist die gleiche Klebstoffinspektion verfügbar, nutzbar, wie sie auch aktuell für den Auftrag mit dem Leimrad genutzt wird? Hier kommt genau der LNT 300 zum Einsatz, der auch für die Leimkontrolle von flächigen Leimaufträgen auf der Klebelasche genutzt wird, an der gleichen Position hinter der Sideseam Gluing Solution. Genauso integriert und unabhängig von diesem System integriert in unserer Xtend 3 Lösung für Fallschachtelklebemaschinen oder Xpect QA. Vielleicht möchte ich noch ergänzen, dass diese Überwachungslösung auch für den Stitching Mode funktioniert. Also das ist dann keine Einschränkung, wenn man Klebstoffeinsparung macht, dass die Überwachung über die angekoppelten an Xtend 3 angekoppelten NET ist weiterhin möglich. Also eine durchdachte, komplette Lösung. Nächste Frage, die ich hätte, die aufkommt, ist Wartungsintervalle für Pumpen und Ventile im Vergleich jetzt zum aktuellen Scheibenleimauftrag. Da mag ich vielleicht gerne was dazu sagen. Also das PX1000 ist ja von der Konzeption noch robuster als das Vorgängermodell PL500. Und wenn ich jetzt bei uns in der Produktion gucke oder in der Reparatur, wenn dann Ventile zu bearbeiten kommen. Ich habe den letzten eins gehabt, das war 15 Jahre alt. Das zeigt, wie robust die sind. Wir sagen ja zu, dass das Ventil mehrere Milliarden Schaltungen überlebt. So richtig messen können wir das gar nicht, weil wir gar nicht so lange Testläufe machen können. Aber da werden Sie ja Ihre eigene Erfahrung gemacht haben mit dem eigentlichen Ventil. Natürlich hat das Ventil auch Verschleißteile wie Düse und Anker. Momentan gehen wir davon ab, dass einmal im halben Jahr das getauscht wird, aber da müssen wir noch etwas mehr Erfahrung sammeln und eventuell werden die Intervalle auch noch verlängert. Das ist das, was momentan wir empfehlen. Bezüglich der Pumpe ist das so, dass da gelegentlich mal die Dichtung getauscht werden müssen, aber gerade bei der DPP, weil die dann doch durch den Doppelkolbenprinzip nicht so ganz schnell läuft, die anderen Pumpen ist das eher gering einzuschätzen, also eine sehr hohe Standzeit. Kann ich jetzt aber ad hoc auch keine konkreten Zahlen nennen.
Aber vielen Dank, Thomas. Einfach gucken Sie mal auf Ihre Erfahrung mit dem PL500 und einfach mit den Gedanken, dass das PX1000 von der Konzession und von der Belastung der Spule eher noch günstiger ist, gehen wir davon aus, dass da sehr lange Standzeiten sein werden. Wenn man dagegen sieht, ein Disk, das verschleißt halt, weil das wird ja in Kontakt dosiert. Da kommt ein Rakel, was gegen die Scheibe gestellt wird. Selbst wenn der Klebstofffilm als Schmierfilm ist, wird das immer einen gewissen Verschleiß machen. Der Verschleiß kommt natürlich auch dazu zustande, dass auch ein Kontakt mit dem Bedruckstoff da ist. Also da sind die Werte auch eine ganz andere Dimension. Perfekt, besten Dank. Ja, nächstes Thema ist Klebstoff. Ich habe hier einen Kommentar zum System, was sehr gut läuft, wo es aber halt eine Frage auch zum Klebstoff gibt, mit welchen Klebstoffen oder welche Klebstoffe sollten hier eingesetzt werden, respektive welche Vorgaben haben wir, welche Erfahrungen und Tests haben wir gemacht? Gerade vielleicht der Thomas. Ja, vielleicht mal generelles Statement zu Klebstoffen. Also wenn man die Scheibenleimwerk Klebstoffe können, sind oft von anderen Rheologien Zusammensetzungen. Also die sollte man nicht einsetzen. Es sollte auf jeden Fall ein Klebstoff sein, der für Düsen geeignet ist. Ralf, den Rest überlasse ich gerne dir. Ja, also das ist auch großer Vorteil zu sehen. Also das stand heute so, dass man für das Scheibenleimwerk einen anderen Klebstoff einsetzt, auf jeden Fall eine andere Viskosität als für Düsenaufträge. Hier kann man den gleichen Klebstoff nutzen wie für Düsen von oben für das Sightseeing Gluing Solution. Wir haben dort unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Klar spielt die Klebstoffqualität eine große Rolle, aber das ist auch für die Düsenbeleimung von oben so. Und die Viskosität liegt etwa bei 1000 Millipascal Sekunden. Und da hat jeder Nutzer auch seine eigene Sichtweise drauf. Das sollte eigentlich mit den gängigsten Klebstofftypen am Markt funktionieren oder funktioniert mit den gängigen Klebstofftypen am Markt. Einfach mal ein Gedanke noch dazu, wenn wir bis zu 50% Klebstoff einsparen, kann man natürlich auch ohne Mehrkosten und trotzdem mit einer relativ großen Einsparung auch höherwertige Klebstoffe einsetzen, ohne jetzt die Kosten zu explodieren zu bringen. Ja, perfekt. Auch in der kompletten Produktion nur einen Klebstoff einzusetzen, der nur noch für Düsen geht, macht die Lagerhaltung deutlich einfacher. Ja, ich habe momentan hier keine Fragen mehr weiter reingekommen. Ich bedanke mich erst schon mal bei allen Teilnehmern für die Fragen, die geleistet worden sind. Vielleicht, Ralf, noch mal einen ganz kurzen Satz zum Schluss zusammengefasst. Die Hauptvorteile des Systems, dass wir das als Schlusssatz noch haben, bevor wir hier die Veranstaltung beenden. Ja, wir haben ja das in unserer Präsentation und auch das, was wir dazu gesagt haben, mehrfach herausgearbeitet, dass dieses geschlossene System viele Vorteile bietet gegenüber der herkömmlichen Scheibe. Einmal vom Handling, aber auch das Ergebnis des Leimauftrags sehr konstant ist, weil halt keine nutzerabhängigen Einstellungen notwendig sind, plus Einsparpotenzial an Zeit, Reinigung, an Wasser und so weiter. Also rundum viele Aspekte, die sehr stark dafür sprechen, diese neue Technik auszuprobieren, um im Bereich der Faltschachtel auf das nächste Level zu kommen. Ja, vielleicht möchte ich noch ergänzen. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo ich das selber gesehen habe, dass wirklich mit einem Düsenleimwerk aufgrund der hohen Präzision der Komponenten von Rand zu Rand der Klebelasche geleimt werden kann und so auch abstehende Ecken oder Eintreten von Staub effizient vermieden wird. Und weil die Frage auch in dem vorigen Webinar kommt, das gilt natürlich auch für den Glue-Safe-Mode, da ist auch immer durch den Algorithmus sichergestellt, dass die Beleimung von Rand bis Rand funktioniert. Da wird also auf jeden Fall entweder ein Punkt oder noch ein kleiner Strich gesetzt, sodass die Ecken der Kanten nicht abstehen oder verhaken können. Das war in der Vergangenheit halt ein starkes Argument, dass man das nicht so kann. Das haben wir, den Beweis haben wir angetreten und erbracht, dass das so ist. Also man kann mit der Sightseam Gluing Solution bis am Rand ranleimen und dann ist dieses einzige Argument auch beiseite gelegt, plus die vielen Vorteile, die man hat, die sehr augenscheinlich sind. Wunderbar.
Das möchte ich ganz gerne als ein Schlussstatement stehen lassen. Ich habe aktuell keine neuen Fragen mehr. Ich möchte mich bei den Teilnehmern bedanken für die Fragen, für das Teilnehmen an unserem Webinar. Ich möchte mich bei den Referenten bedanken für das, für die Erklärung, für das hier zu Wort kommen. Ansonsten wünsche ich allen viel Spaß mit der Lösung, beim Überlegen, das zu integrieren. Für weitere Fragen steht Ihnen Baumer HHS gerne zur Verfügung und weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite baumerhhs.com. Dankeschön. Vielen Dank für Teilnahme. Wiedersehen. Wiedersehen. Schöne Woche noch.